Na, Glück auf, Freunde, Glück auf und willkommen zurück zu Risen. Was ist hier? Amulett, was ist da? Steinplatt. Was ist das für ein Amulett, hör mal? Eins, das mir am Arsch vorbeigeht. Gibt's hier was, was ich brauch? Gibt's hier was, was ich lieb hab? Ah, ich hab dich nicht lieb. Geh weg. Keiner kann dich leiden. Blödes, stinkendes Geschöpf der Dunkelheit. Gut, da geht's hier oben erstmal nicht weiter. Dann müssen wir tatsächlich wieder runter in die komischen Höhlen. Weil das Tor hier, das ist dicht. Und da kommen wir ja leider nur ran, indem wir da wieder so eine Büste draufknallen. Und die habe ich gerade nicht parat. Oder? Ich denke nicht. Ich meine nicht, dass ich sowas gefunden hätte. Nö. Ich habe nur massenhaft Schlüssel, die helfen mir aber nicht weiter. Na, da stehen sie alle hier und warten, dass das Tor abgeht. Das Tor geht aber nicht ab. Du bringst bestimmt heftigst Erfahrung. Darf ich dich hauen? Scheiße, was soll das? Ist schon gut, ich hör auf. Weil ich habe keine Chance gegen dich, ne? Nichts. Habe ich schon ausgebuddelt. So, Leute, jetzt sind wir wieder hier unten. Was mir sagt, wir sollten mal auf die Karte schauen, was Sache ist. Ach, hier ist gar nichts eingezeichnet. Na gut. Später vielleicht. Oder nie. Gut, jetzt kommt nämlich der Punkt, der total verwirrend ist, weil es gibt so viele Wege. Hier sind Echsenmenschen, ich bin hier richtig. Ja. Ja. Tja, eine unachtsame Bewegung im Kampf und es kann vorbei sein, mein Freund. Deine Reise endet hier. Noch so ein Lümmel. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Ist ja gut. Ja, die haben trotzdem noch ganz schön Dampf drauf. Wo ist denn das andere Schwert? Da ist es. Ich nehme die Fackel wieder mit. Hallo? Oh. Hallo? Sind wir allein? Ich altes Bückstück. Das ist wie so eine kleine Stadt hier unten. Das ist ja mal richtig lustig. Kannst doch ruhig einen Schritt schneller gehen. Gott, wie viele waren das denn? Herr Jemine, ich hätte nicht gedacht, dass wir die Situation überstehen. Aber wir haben es geschafft. Es hat Erfahrung gehagelt, jetzt würde ich behaupten. Vermaledeites Pack. Hinten ging nur die andere Treppe hoch, ne? Ja, hier ist nichts weiter. Alter Schwede, das ist richtig eine Stadt hier. Oh, yeah.
Holy. Hör mal auf, da hinten rumzuzittern, mein Lümmel. Mach mir lieber mal den Schrank auf. Ich will wissen, was ihr so Schönes habt. Oh, ein Perm-Heiltrank hier. Das ist doch was. Wo ist der Perme-Lümmel? 10 Lebensenergie für de Pertor. Für de Petter. Für de Petter. So. Nun zu dir, du Kiste der Macht. Ich knacke dich wie eine Knackwurst. Hab ich doch gesagt, wolltest du nicht glauben, hast du jetzt davon. Jetzt bist du offen, ne? Jetzt glaubst du es. Gut, wir bleiben erstmal auf der Ebene hier. Würde ich sagen, damit wir nicht die Orients verlieren. Frontökli! Ja! Ja! Steinplatteli? Aha, ansonsten ist das einfach nur ein Raum. Mit ohne Wichtigkeitseffekt. Ein Schrank. Mit Zeug. Oh, müssen die denn hier alles so gut bewachen? Ich meine, ein paar von den Dingern habe ich ja zum Glück noch. Ich habe keine Lust, immer so viel knacken zu müssen. Oh, das war jetzt gut, weil das war doch so eine blaue Knackerolle, oder? Ach nee, das war so ein Schlösseröffnen-Ding, hä? Da habe ich mich glatt ein bisschen vertan. Ich dachte, wir hätten eine Rolle gefunden für so ein blaues Tor. Da hat mich wer entdeckt. Oh, ja. 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 Ich halte das eine Weile durch, mein Freund. Hast du gemerkt, ne? Obsidian, nehmen wir mal mit. Ich höre komisches Gefiepse. Was sind das für Gegner? Edelstein. Kleiner Anti-Magie-Kristall. Jö? Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Okay, damit wissen wir schon mal, dass die Gänge im Kreis führen. Gut. Ja, Peter. Orientierung 5 minus, oder was? Den habe ich weggebuttert. Ein Kochtopf. Na. Schmackofazzi oder was? Ja, also so blöd bin ich nicht nochmal. Diesmal mache ich es gleich so. Weil bevor ich mir hier wieder einen abknack, stelle ich fest, dass das alles nicht unbedingt was ist, was ich brauche. Ah, irgendwas muss ich doch hier finden können. Hier ist zumindest noch ein Tor. Oder ist das schon wieder dieses Tor? Das ist schon wieder dieses Tor, ich fass es nicht. Seid mal nicht so verwirrend. Irgendwo hier unten muss doch noch die Rätselslösung sein, hör mal. Ja, mach mir das Licht aus, da stehe ich drauf.
Hallo. Aha. Menschenskinder. Oh, jetzt habe ich den weggeprügelt. Das ist aber auch unschön. Oh, schon wieder so eine schwere Rechnung oder was? Ah, guck mal. Das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig, sagst du? Ist aber schön, wenn das nicht nötig ist. Wieder ein Echsenschwert hier. Das haben sie schlafen gelegt. Das Schwert war müde. Kriegsmüde wahrscheinlich. Neuer Fred. Fredicus Maximus. Und muss ich hier hoch? Nee. Ich würde eher sagen, ich muss hier lang. Och, alle Wege führen nach Rom, oder was? Das könnt ihr mir noch nicht erzählen. Heißt es, es gibt hier keine Möglichkeit, von hier aus die Zugbrücke zu öffnen, oder wie? Weil eigentlich habe ich doch jetzt alle Hütten durchsucht, ne? Dann gibt es hier vielleicht tatsächlich nichts weiter zu erledigen. Allerdings haben wir halt auch das, was wir suchen, nicht gefunden. Vielleicht sollten wir mal mit dem Inquisitor sprechen. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Der hat eventuell noch einen Einfall. Oder einen Zweifall. Hier speichern wir erstmal ab. Wir folgen dem Inquisitor. Das ist gut. Dann folgt dem mal, aber bitte nicht aufs Scheißhaus. Onkel Inqui. Hi. Ich hoffe, du hast einen Weg gefunden, die Zugbrücke zu öffnen. Nein, aber ich habe eine Karte aller Höhlen. Lass mal sehen. Das Tor kann man nur von innen öffnen. Wir müssen uns durch die Wand hacken. Hier hast du die Karte wieder. Komm mit. Cool, der weiß, was zu tun ist. Ja, wo wolltest du denn jetzt hin mit mir? Hier ist es. Durch diese Wand müssen wir durch. Das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Vince wird sich darum kümmern. Geh zu ihm. Er soll die Wand hier einschlagen. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Aha. Was hast du mit mir vor? Geh und sag Vince, er soll diese Wand einreißen. Wir beide kümmern uns um die weiteren Geheimnisse dieser Festung. Okay, cool. Vince! Komm mal ran auf den Meter. Du Schlingel. Du sollst nicht lesen, sondern hacken. Du sollst zum Inquisitor kommen. Zu Befehl. Nimm deine Spitzhacke mit. Was ist los? Wir müssen eine Wand einschlagen, um in die Krypta zu kommen. Beeil dich, der Inquisitor wartet auf dich. Ich mache mich direkt auf den Weg. So, der Küt. Ab zurück zum Master of Disaster, oder was? Vince wird sich um die Wand kümmern. Gut. Was für eine Aufgabe hast du für mich? Komm mit, ich zeige es dir. Na dann, mach dich mal ans Werk. Ich will hier heute noch durch, oder was?
jetzt kommen wir zu der Wand. Gut. Hier. Siehst du diese Tür? Willst du die etwa auch einschlagen? Nein, aber ich habe hier diese Büste gefunden. Sehr gut. Ich vermute, dass sie uns helfen wird, die Tür zu öffnen. Stell sie auf den Altar und mach dich bereit. Für die Schlacht meines Lebens, würde ich mal behaupten. Wo haben wir sie? Da. Die Biester müssen sterben. Das stimmt. Na, mach dich mal nicht so schnell, ja, mein Freund. Ich will hier noch ein bisschen plündern. Die Biester habe ich ja nicht umsonst erlegt, hoffe ich. Ey! Wusste ich es doch. Was? Hier gibt es noch mehr Wissen über diese Anlage. Bevor wir in die Krypta vorstoßen, müssen wir so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Schön, aber warum hast du den kaputt gemacht? Ich wollte. Ich bin Ursigor, Herrscher über die Titanen, und dies ist mein Befehl. Niemand soll die Macht haben, die Titanen zu unterwerfen. Meine Diener sollen seine... Nein, das heißt meine, oder? Ach Mist, die letzten Sätze sind unleserlich. Hier komme ich nicht weiter. Hast du alles gelesen? Ja, aber ich konnte nicht alles entziffern. Dann müssen wir wohl in die Krypta, um herauszufinden, was da steht. Lass uns zu Vince gehen. Kleinen Moment, ich will vorher meine Fackel haben. Der steht ja noch, obwohl er tot ist. Ist das eine knallharte Lusche? La 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 la. Aber sollen wir nicht eigentlich dem Druiden jetzt berichten von dem Mist? Ich würde das ganz gerne mal tun. Sicher ist sicher. Vielleicht gibt es da ja noch ein paar Erfahrungspunkte zum Abstauben. Bevor wir hier irgendwas verpassen, ey, hier will ich nicht lang, ich will da lang. Wo gibt's denn den Spruch, Leute, der großen Eile? Ich will flitzen, wie ich noch nie geflitzt bin da. Denn flitzen, das liegt mir recht gut. Außer im Wasser. Im Wasser ist das nicht so der Bringer. Aber an Land ist das wie die 7-Meilen-Stiefel, oder was? Ja, speicher mal wieder ab, ist kein Problem, kannst du gerne mal machen. Druidenlümmel! Druidenlümmel! Bist du da? Hi! Im Vulkan gibt es eine Festungsanlage der Echsen. Ist das alles? Nur eine Festung? Eine Festung ist kein Grund, ein solch mächtiges Tor zu erschaffen und den Eingang zu verschließen. Habt ihr schon die gesamte Festung durchsucht? Nein, wir sind noch dabei. Gut. Halte Augen und Ohren offen. Ich bin mir sicher, dort gibt es mehr als nur eine Festung. Das war's jetzt. Na gut, wenigstens 150 Erfahrungen abgestaubt. Vulkanfestung. So, jetzt müssen wir wieder rein. Und müssen wieder runter. In die Kammer, in der sich besagter Vince aufhalten soll. Ich habe immer so ein bisschen Orientierungsprobleme, weil das ist doch recht dunkel. Kann ich hier nicht einfach runterjumpen? Ich traue mich immer nicht. Ich weiß nicht, wo ich hier rauskomme. So, jetzt sind wir unten. Das Ganze lässt sich nur von innen öffnen und ich weiß auch schon, wer reingehen darf und wahrscheinlich ganz alleine. Habe ich ja Lust drauf, hör mal. Freue ich mich so richtig drauf. Weil da sind doch garantiert noch mehr von diesen Elite-Spinnern. Die mir auf die Senkel gehen wollen.
So, die Kammer des Winds. Bevor wir hier aber weitermachen und die Befehle des Inquisitors weiterverfolgen, uns mit noch mehr Echsen prügeln und so weiter, machen wir eine Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, genauso wie ihr, hoffe ich mal, aufs nächste Mal. Tschüssi, euer Lord Peter.